Silvia Pazanka ist in ihrem Element. Ihr Secondhand-Laden in Lübeck ist im Moment ausgesprochen gut gefüllt. Die Leute verbringen Corona-bedingt mehr Zeit zu Hause. Es ist für viele die Gelegenheit, einmal richtig den Kleiderschrank auszumisten. Davon profitiert die Schlutupperin. Denn ich brauche ja für jede Größe, für jedes Alter, für jeden Geldbeutel, ich brauche ja alles. Und dann kommen sie hierher, ich brauche ja auch jede Größe. Das heißt, eine Familie reicht nicht, wenn die mir den Schrank bringen, sondern ich brauche von der anderen Familie auch noch was, ne, damit alle Größen da sind. Immer mehr Kunden kommen inzwischen regelmäßig in das Geschäft, freuen sich wohl besonders in diesen Zeiten Geld zu sparen. Flohmärkte sind aktuell verboten, aber hier wird er geboten, der ungetrübte Spaß an der Suche nach Schnäppchen, von dem alle etwas haben. Das ist Holz und sieht gut aus. Na? Also da kommt die eine Enkel, die ist im April ein Jahr geworden und die fängt jetzt an zu laufen, also praktisch, ne? Und das ist ja dann genau das Richtige. Und da stand ja ein Schnäppchen, ne? Ja, 10 Euro. Guck mal, na? Hier für deine kleine Puppe, ist das nicht auch zauberhaft? Oh, das ist ja süß. Ja, die nehme ich auch mit. Ehrlich? Ja. Sparen ist das eine. Die Pandemie hat bei vielen Menschen zudem den Nachhaltigkeitsgedanken befeuert. Das Geschäft mit gebrauchter Kleidung boomt auch im Internet. Fast Fashion, also Wegwerfkleidung, verliert immer mehr an Akzeptanz. Vintage ist hip. Die Lübeckerin Julia Beckmann trägt bereits seit längerem privat ausschließlich Secondhand-Mode. Eher zufällig fing sie an, ihre Outfits auf Instagram zu posten. Das kam so gut an, dass sie vor rund 2 Jahren ein Start-up gegründet hat. Tatsächlich habe ich gemerkt, ich habe einfach diese Leidenschaft und auch irgendwie dieses Feeling dafür, diese Kleidung halt auch irgendwie zu entdecken, also sei es auf Flohmärkten oder auch auf Haushaltsauflösungen, wie auch immer, dass ich da einfach ein wirkliches Talent für habe, das einfach zu sehen. Und ich glaube, das muss man einfach auch mitbringen und haben. Rund 12.500 Menschen folgen ihrem Account inzwischen, Tendenz steigend. Der Konkurrenzdruck steigt allerdings, denn das große Interesse an Vintage-Kleidung spricht sich herum. Für die junge Lübeckerin kein Grund zur Nervosität. Ihr Motto ist, die Nerven behalten und durch Persönlichkeit zeigen, dass mehrere Jahrzehnte alte Kleidung alles andere als trutschig ist. Bei dem Kleid könnte man jetzt meinen, es ist von einer älteren Dame und es ist ein bisschen altbacken, aber es ist halt die Frage der Kombination. Und deswegen habe ich hier die Jeansjacke und das würde ich euch jetzt einfach nur ganz kurz zeigen, wenn ich die hier so drauf mache. Einfach cool drüber geschmissen, die Ärmel ein bisschen hochgekrempelt, coole Boots dazu, vielleicht ein Taillengürtel und es ist einfach ein junges, frisches Outfit. Der Trend zur Secondhand-Mode. Niemand weiß, ob er ein Strohfeuer ist oder eine langfristige Konsumwende bedeutet. So unterschiedlich die Vertriebskanäle auch sind, zumindest im Moment zahlt sich der Corona-Effekt für viele Anbieter aus.